Herzlich willkommen zu Asklepios Informationssendung. Krebs ist eine Krankheit, vor der viele Menschen Angst haben. Und in der Tat nehmen ja manche Krebsarten in der Bevölkerung auch immer noch zu. Dabei gibt es ein ganz einfaches Mittel, um dem zu begegnen. Und dieses Mittel heißt Bewegung. Darüber sprechen wir gleich und wir sprechen auch über ein praktisches Hilfsmittel, das Ihnen hilft, diese Bewegungstherapie später für sich, wenn Sie wieder zu Hause sind, fortzusetzen. Bei mir ist Privatdozent Dr. Thomas Wiedmann. Er ist Chefarzt der Inneren Medizin, der Hämatologie und Onkologie an der Asklepios Klinik Triberg. Schön, dass Sie da sind. Herr Dr. Wiedmann, ist ja kaum zu glauben, Bewegung gegen Krebs. Sie haben darin lange geforscht und erzählen Sie uns, was haben Sie herausgefunden? Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute über das Thema Bewegung sprechen können, weil sowohl Patienten, die ich in der Klinik treffe, als auch meine Fachkollegen oft relativ wenig Informationen zu dem Thema dann bereit haben, wenn sie gefragt werden. Und seit einigen Jahren wissen wir, dass die Bewegung sehr vielen Menschen dabei helfen kann, Krebsrückfälle zu vermeiden. Genau wie für uns Gesunde kann das dazu beitragen, dass überhaupt gar kein Krebs entsteht. Aber für die Patienten ist umso wichtiger, dass die Patienten die Aussicht haben, mit einem regelmäßigen Bewegungsprogramm auch das Krebsrückfallrisiko zu senken. Und wenn man sich kurz überlegt, auch wie das zu bewerten ist gegenüber vielleicht anderen Maßnahmen wie Strahlentherapie oder Chemotherapie, kann mit der Bewegung ein sehr starker Effekt erzeugt werden, um bis zu 67% Absenkung des Krebsrückfallrisikos. Und das sind beeindruckende Zahlen, die mich auch als Arzt immer wieder beeindrucken. Ja, also ja, natürlich Sie als Arzt und natürlich Patienten und auch mich extrem. Wobei man ja öfter liest, wenn du dich gesund ernährst und wenn du ein gesundes Leben führst, dann hast du von vornherein eine bessere Konstitution und deshalb kannst du Krebs vermeiden. Oder man sagt, eine gesunde Lebensführung allgemein lässt die Krebszellen gar nicht erst wachsen. Das ist aber, glaube ich, nicht das, was Sie meinen, sondern Sie meinen wirklich, die Krebszelle selber bildet sich zurück oder taucht gar nicht erst auf? Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage. Also das ist wissenschaftlich nicht ganz genau geklärt, wie wirklich die Bewegung zum Beispiel dazu hilft, das Krebsrückfallrisiko abzusenken. Also es gibt viele Theorien dazu. Und wir wissen eines ganz sicher, dass wir durch ein regelmäßiges Bewegungsprogramm können wir das Genom stabilisieren. Und diesen Effekt, den konnten wir tatsächlich als Erste auch beschreiben, Ende der 2000er Jahre. Und wir konnten zeigen, dass durch ein regelmäßiges Bewegungsprogramm bestimmte Enzyme in jeder Körperzelle aktiviert werden, die das Genom prinzipiell stabilisieren, was dazu führt, dass seltener Mutationen, also Chromosomenbrüche, seltener auftreten, was ein prinzipieller Mechanismus ist, eben das Krebsentstehungsrisiko zu senken. Das heißt also, wenn ich den Krebs schon hatte, dann kann ich durch Sport verhindern, dass er wieder auftaucht. Ja, verhindern ist so ein ganz hartes und starkes Wort. Ja. Also prinzipiell ist es einfach so, dass wir die Wahrscheinlichkeit deutlich senken können, eben um bis zu 67%, dass Rückfälle auftreten. Und das ist immens. Und das Tolle daran ist, dass die Patienten das auch selber in die Hand nehmen können. Das heißt, sie müssen nirgendwo hingehen, sondern haben die ganzen Gegenstände, die sie dazu brauchen, nämlich ein paar Sportschuhe in der Regel zu Hause. Ja, gleich bevor wir über die Sportarten sprechen, die da helfen, funktioniert das denn dann auch mit dem Krebs in der Vorsorge? Also dass ich sage, wenn ich jetzt täglich Sport treibe, dann kann ich verhindern, dass ich jemals an Krebs erkranke? Zu einem gewissen Teil ja. Also auch da gibt es Daten, die wir seit langen Jahren kennen. Also begonnen haben diese Untersuchungen schon in den 1980er Jahren. In großen amerikanischen Studien und auch dann in europäischen Studien konnte gezeigt werden, dass die Menschen, die bisher keinen Krebs hatten, das Krebsrisiko überhaupt, also überhaupt Krebs zu kriegen, das Risiko sich auch im zweistelligen Bereich ungefähr um 30-40% schon mal absenken lässt. Das heißt, das gilt weiterhin, wer eine gesunde Lebensführung macht, hat wirklich die Aussicht, auch gesünder und auch länger zu leben. Ja, gilt das für besondere Krebsarten, für die eine ja, für die andere nein, oder sagen Sie, das gilt für alles? Also prinzipiell ist es so, dass die häufigsten Krebsarten am besten untersucht sind. Das heißt, wir haben sehr hervorragende Daten für das Thema Brustkrebs, für das Thema Darmkrebs und Prostatakrebs, aber es gibt mittlerweile 71 internationale Studien aus verschiedenen Erdteilen, die im Prinzip alle Krebsarten
bis auf ganz seltene Tumoren, aber Daten für alle Krebsarten bereithalten. Das heißt, wir können generell das Thema Bewegung empfehlen, sowohl in der Primärprävention, das heißt in der Verhinderung, dass überhaupt Krebs entsteht, aber auch speziell für die Patienten, die schon mal Krebs hatten, zur Absenkung des Rückfallrisikos. Und jetzt kommt die große Frage, welche Sportart muss es denn sein? Ja. Reicht da, reicht da ein Spaziergang um den Block oder muss es Krafttraining sein oder etwas dazwischen oder Fallschirmspringen oder irgendwas? Gibt Ja. es da Erkenntnisse? Also es gibt dazu Erkenntnisse und im Prinzip ist das Tolle daran, dass man kann verschiedene Sportarten machen. Also es ist nicht die einzelne Sportart festgelegt, die die Patienten machen müssen, um das Rückfallrisiko zu senken, sondern alles, was einen etwas belastet, das heißt, mit dem man ins Schnaufen kommt oder etwas ins Schwitzen kommt, das zählt. Genau. Und das heißt, es kann genauso gut Joggen sein oder Walking oder Nordic Walking. Das ist sehr beliebt heutzutage, also mit den Stöcken sich zu bewegen. Aber genauso gut zählt auch Hausarbeit. Also wenn ich mir vorstelle, dass jemand zu Hause in seinem Haushalt eine Stunde lang Trepp auf, Trepp ab Sachen trägt, die Fenster putzt und abspült und Sachen hochträgt und in den Schrank einräumt. Also auch da kommt man, das weiß ich aus eigener Erfahrung, kommt man auch ins Schwitzen. Und das Ja. würde dann auch zählen. Also das heißt, alles, was dazu beiträgt, im weitesten Sinne Kalorien zu verbrennen, ja, das zählt. Prinzipiell empfehlen wir eine Stunde Bewegung am Tag. Das ist relativ viel, aber damit kann man wirklich einen sehr starken Effekt erzeugen. Eine Stunde kann man aber auch auf zwei Abschnitte am Tag aufteilen. Also zum Beispiel morgens einen Spaziergang oder auch einen Verdauungsspaziergang nach dem Mittagessen. Das zählt auf alle Fälle auch. Das heißt, auch Leute, die etwas schwächer sind oder etwas älter sind, das wissen wir auch aus wissenschaftlichen Studien, die können dieses Ziel durchaus auch erreichen mit einem Spaziergang. Und eine interessante Sache ist, die wir herausgefunden haben, dass Patienten, die einen Hund haben, die haben in der Regel nie ein Problem, die Zeit, also die Menge an Bewegung zu erreichen, weil die müssen immer raus, egal ob gutes oder schlechtes Wetter ist. Ja, das spricht natürlich dafür, sich Ja. einen Hund anzuschaffen. Ja. Und diese eine Stunde, das heißt, ich verstehe das mal als eine Art Erfahrungswert oder Ja. Richtwert, Ja. von dem ich dann ja auch sagen könnte, ach, dann gehe ich jetzt am Wochenende 2,5 Stunden wandern und Ja. dafür mache ich am Sonntag gar nichts oder am Freitag nichts. Und auch das wird wahrscheinlich nicht so sein, dass man sagt, es müssen 60 Minuten sein, sondern das ist nur so, ich sag mal so, um das etwas einzugrenzen oder abzustecken, wahrscheinlich die Dauer, ne? Ja, also die Stunde ist der einfachste Richtwert. Ja, Also wenn man sich genau. nicht besonders tief mit der Thematik auseinandersetzen will, dann ist eine Stunde immer richtig. Und deswegen Ja. hatte ich das auch rausgestellt. Aber man kann, es ist wahrscheinlich aus der Grundlagenwissenschaft nicht sinnvoll, wenn Sie zum Beispiel am Wochenende einen Marathon laufen und Ja. dann die ganze Woche nichts für das Bewegungsprogramm tun, sondern es gibt gute Hinweise darauf, dass eine gewisse Regelmäßigkeit, also die tägliche Anwendung, dass die von Vorteil ist. Und andersrum ist es natürlich auch schwierig, am Wochenende alles nachzuholen, wenn ich die ganze Woche nichts gemacht habe. Ja, Ja, das also ist guter eher Hinweis. schwierig und es gibt auch aus der Grundlagenwissenschaft, und da kann ich nochmal auf unsere eigenen Untersuchungen Ja. zurückkommen, diesen Effekt, das Genom zu stabilisieren, der wird mit jeder Bewegung, mit der ich ins Schwitzen komme oder ins Schnaufen komme, wird der aktiviert. Und dieser Effekt hält in der Regel dann nur 24 Stunden. Das heißt, Ah, deshalb die tägliche Sportempfehlung. aus der Grundlagenwissenschaft wäre es sinnvoll, aber wir müssen auch ehrlich bleiben und die Studien, die wir haben, also die Langzeitstudien mit Patienten, die unterscheiden nicht, ob man eine tägliche Anwendung macht oder im Prinzip an einem Wochentag seine ganze Aktivität kumuliert. Ja. Aber aus der praktischen Erfahrung raus, auch mit den Patienten zusammen, die Patienten schätzen auch die mehrmal wöchentliche Anwendung oder eben die tägliche Anwendung. Ja. Und das ist einfach auch viel praktikabler, als wenn ich am Wochenende auf einmal einen riesen Berg vor mir habe und weiß, ich soll jetzt mehrere Stunden, vielleicht am Samstag und am Sonntag, dann mich anstrengen. Dafür geht einem dann auch vielleicht die Lust. Ja. Ja, Ja. nun ist es ja bei Ihnen die Situation, die Patienten haben die Erkrankung, sie haben eine Therapie hinter sich bei Ja. Ihnen und nun geht es darum, Rückfälle zu vermeiden. Ja. Und da empfehlen Sie ja dann das Bewegungsprogramm. Legen Sie dann mit dem Patienten fest, welche Bewegung am besten ist? Ja, also wir haben in Deutschland ja das große Glück, dass wir dieses Rehabilitationssystem haben. Das heißt, jeder Patient
nach seiner Krebserkrankung, hat die Möglichkeit, einen Rehabilitationsaufenthalt durchzuführen. Und in unserer Klinik in Triberg führen wir diese Rehabilitationsaufenthalte nach Krebserkrankungen durch. In der Regel, diese Aufenthalte dauern 3 Wochen, haben die Patienten die Möglichkeit, verschiedene Sachen auszuprobieren. Und unser Ziel ist eigentlich, also mein Team mit Ärzten und Sportwissenschaftlern und auch Psychologen, ist, dass wir versuchen, rauszukriegen, was der Patient denn gerne macht. Weil ein ganz wesentlicher Punkt an dem ganzen Bewegungsprogramm ist, dass es auch Spaß machen soll. Das heißt, ohne Spaß ist niemand zu motivieren, langfristig sich zu bewegen. Und das heißt, wir haben eine große Vielfalt von verschiedenen Sportangeboten, die wir machen. Das geht von Ballsportarten über Kraftsportarten zu Ausdauersportarten. Das heißt, wir bieten sehr viel zum Beispiel Nordic Walking an oder jetzt im Winter auch Schneeschuhwandern, wo die Patienten auch mal die Möglichkeit haben, einfach Sachen auszuprobieren. Und wir versuchen in den 3 Wochen mit den Patienten zusammen im Prinzip rauszufinden, welche Sportart auch viel Spaß macht. Weil das Gesamtkonzept Bewegung nach Krebs ist prinzipiell darauf ausgelegt, dass es dauerhaft gemacht wird. Das heißt, 3 Wochen Reha würden nicht ausreichen, um einen Effekt zu erzielen. Und daher versuchen wir, die Patienten langfristig zu motivieren. Und wir konnten es auch in Studien zeigen, dass wir durch einen Reha-Aufenthalt und durch die Information, dass das Thema Bewegung wichtig ist, auch langfristige Verhaltensänderungen mit dem Patienten zusammen bewirken können. Genau, und um auf das Thema Langfristigkeit zu kommen und eben auch die Frage, was mache ich denn, wenn die Therapie vorbei ist und ich keinen mehr fragen kann im Krankenhaus, was ich denn nun tun soll, dafür haben Sie ja eine App entwickelt, die heißt Movival, also etwas, was man auf seinem Mobiltelefon zum Beispiel haben kann. Und wir haben uns mal in der Klinik in Triberg angeschaut, zusammen mit einer Patientin, wie denn diese App funktioniert, was man darauf sehen kann und was man damit machen kann. Und das zeigen wir Ihnen jetzt in einem Film. Als ich das erfahren habe, dass das wirklich eine Möglichkeit ist, das Krebsrisiko zu senken und sogar um die Hälfte ungefähr zu senken, da habe ich gedacht, das ist für mich eine ganz wichtige Motivation, Sport zu Guten machen. Morgen, Michelbach. Hallo, ich grüße Sie. Also ich habe mir das vergangene Woche installiert. Ich habe jetzt eine Woche insgesamt mit Aktivitäten verzeichnet. Schauen Sie, und so hat das jetzt ausgesehen. Heute habe ich noch nichts eingetragen. Aber das ist jetzt von den vergangenen Tagen. Okay, aber da haben Sie Ihr Bewegungsziel. Das können wir hier sehen, haben Sie ja perfekt erreicht diese Woche, obwohl Sie ja Ihre Aktivitäten von heute noch gar nicht eingetragen haben und haben dann können auf eine perfekte Woche zurückblicken, wo Sie wirklich dafür was getan haben, dass sich Ihre Prognose auch verbessert. Und hier finde ich sehr schön diese gestrichelte Linie, die mir zeigt, wo jetzt das Niveau ist, wo ich drunter liege, wo ich drüber liege. Das heißt also, so viel wie ich hier gemacht habe, Montag vergangene Woche und diese Woche am Montag, so viel brauche und darf ich auch nicht täglich machen. Wir können ja mal eine Aktivität von heute kurz zusammen dokumentieren. Also Sie waren heute Nordic Walking, glaube ich. Und dann können wir die ja einmal kurz dokumentieren. Also, ich habe heute Nordic Walking gemacht. Diese Aktivitäten, die immer wieder vorkommen, die haben wir gleich hier. So, und ich war eine halbe Stunde heute unterwegs. Das ist der Termin von heute. Und jetzt zeigt er mir 1,8 Punkte. Dann habe ich heute auch Staub gesaugt. Da muss ich mal suchen, ob ich sowas überhaupt finden kann. Ja. Hier habe ich sogar Staubsaugen dabei. Das habe ich heute auch eine halbe Stunde gemacht. Das gebe ich hier ein. Und das sind auch 1,7 Punkte gewesen. Genau, das ist auch eine ganz wichtige Information, dass Alltagsaktivitäten, die Sie zu Hause machen, dass die genauso als körperliche Belastung ja auch wirken und auch zählen beim Bewegungsprogramm. Das ist eine gute Idee und damit werde ich weiterarbeiten. Ja, soweit jetzt also der Film mit der Patientin, die ja sehr zufrieden ist mit dieser App. Sagen Sie uns, was hat das mit diesen Punkten auf sich, um die es da geht?
Genau, also wir hatten ja über verschiedene Sportarten schon gesprochen und im Prinzip geben wir den Patienten ein Ziel vor, das wir aus den wissenschaftlichen Studien haben. Das bedeutet also ein bisschen Bewegung, Entschuldigung, ein bisschen Bewegung senkt das Krebsrückfallrisiko eben ein bisschen und ein bisschen mehr Bewegung senkt das Rückfallrisiko deutlicher. Und wir müssen immer überlegen, natürlich auch entsprechend dem Alter der Patienten und vielleicht weiteren Einschränkungen, die die haben, damit wir denen aber ein Ziel vorgeben können. Und das Starke ist, dass die Patienten eben was haben, was es zählbar macht und was es anschaulich macht. Und die international üblich ist, verschiedene Sportarten mit einem System zu bewerten, das darauf basiert, dass anstrengendere Sportarten mehr Punkte erhalten. Und wir konnten es medizinisch sehr exakt machen, durch einen exakten Kalorienverbrauch, aber es gibt eben international üblich seit langen Jahren eine Klassifikationstabelle für alle möglichen Sportarten. Und die Liste umfasst insgesamt 804 verschiedene Bewegungsformen, die unterschiedlich klassifiziert sind. Das bedeutet, ein einfacher Spaziergang pro Stunde bringt circa 3 Punkte. Ja? Walking, was anstrengender ist, wenn man den Armeinsatz mitmacht, bringt ungefähr 6 Punkte. Und Nordic Walking würde noch mehr bringen. Wenn Sie sehr intensiv zum Beispiel mit dem Fahrrad bergauf, bergab fahren, dann landen wir irgendwann bei einer Punktezahl von 10. Und wir geben den Patienten dieses Ziel vor von circa 25 Bewegungspunkten pro Woche. Und was wir in der App gemacht haben, ist, dass wir diese Gesamttabelle der verschiedenen Bewegungsformen integriert haben und die Patienten nur noch sehr einfach auswählen müssen. Also ich war jetzt heute 32 Minuten mit dem Hund spazieren oder ich habe den Rasen gemäht eine Stunde lang und das System, das ist sehr einfach berechenbar, zeigt den Patienten unmittelbar dann durch die Berechnung dieser Punkte, wie weit sie auch dieses Wochenziel, dieser 25 Punkte dann erreichen konnten. Und Sie haben ja auch noch so ein bisschen Wettkampf darin eingebaut. Man kann verschiedene Level erreichen und kann sich dafür dann sozusagen auch selbst belohnen, dass man dabei geblieben ist. Woher bekomme ich diese App? Also Sie können entweder auf der Webseite, also www.movival.com, dann den Link finden oder die ist auch mittlerweile für iOS verfügbar, das heißt im App Store oder auf Google Play eben für die Android-Handys. Also Sie können die schon heute runterladen. Und sofort anfangen dann Und damit. sofort anfangen, genau. Genau. Und bezahlen muss ich nichts, habe ich gesehen. Das kann man. Ja, also es handelt sich hier prinzipiell um eine Dienstleistung. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, auch das Projekt langfristig zu finanzieren. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder, wenn man nichts bezahlen möchte, dann ist es kostenlos installierbar, diese App. Man muss aber dann etwas Werbung sich anschauen. Das ist heute so üblich. Oder eben, wenn man keine Werbung sich anschauen möchte und auch vielleicht erweiterte Funktionen nutzen, wie zum Beispiel die Anbindung von modernen Bewegungsarmbändern, dann wird ein kleinerer Betrag fällig, den wir aber brauchen, um das Projekt einfach langfristig zu finanzieren, weil wir wollen ja ein langfristiges Projekt daraus machen und auch zukünftig für weitere Generationen von Patienten noch mehr Informationen bereithalten, wie viel vielleicht bei jeder einzelnen Sportart dann wirklich notwendig ist, um die Ziele zu erreichen, das Krebsrückfallrisiko zu senken. Wir blicken jetzt heute, 2016, auf Daten von 3,9 Millionen Patienten zurück, die gerade aktuell 2016 zusammengefasst wurden in der Meta-Analyse. Und hier widerspiegelt sich das eben, was wir in einzelnen Studien vielleicht zu Brustkrebs oder zu Darmkrebs schon gesehen haben, widerspiegelt sich dieser Generaleffekt einfach, dass etwas Bewegung das Krebsrisiko senkt, aber etwas mehr auch noch mehr. Vielen Dank für diese spannenden Informationen, Herr Dr. Wiedmann. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf YouTube und auf Facebook. Werden Sie gesund.